klettert auf Bäume, wird nicht entdeckt. Hat ein tolles Katzenoutfit, schießt mit Schlafpfeilen auf Affen im Baum. Edward Kenway, Katzenkönig. Yeah! Hallihallo, Teil 41 hier bei Games und Gerstensaft mit den Abenteuern des Katzenkönigs. In Assassin's Creed 4 Black Flag. Zuletzt hatten wir aufgehört. Wo? Ja. Ja? Es ist gerade erst 10 Minuten her. Also auf hoher See. Für euch jetzt nicht, aber für uns. Wir sind auf dem Weg nach Afrika gewesen. Stimmt, wir sind auf dem Weg nach Afrika gewesen. Also beziehungsweise wir sind auf dem Weg gewesen, irgendwelche Leute zu verfolgen. Die nach Afrika wollen. Die nach Afrika wollen, weil da das Observatorium ist. Und weil da der, der Weise ist. Rumlungern soll. Im Observatorium wahrscheinlich. Im Observatorium. Observiert er, der Weise. Dies und das. Da sind wir jetzt weiterhin unterwegs, würde ich sagen, springen wir gleich ins Spiel rein. Ja, und ich sage, dann muss ich erstmal mit meiner Motorik unter einen Hut bringen und jetzt können wir aber wirklich ins Spiel springen. Jetzt können wir aber wirklich ins Spiel springen. Wo ist denn mein Ton? Der Ton ist irgendwo da. Wo ist mein Ton? Mein Ton! Mein Ton, mein Ton. Und da geht's weiter. Da sind wir hier. Ja, boah, zack. Schweres Gewässer gleich wieder. Ja, das ist ja. Stuhl. Nicht so schönes Wetter. Ach ja. Oh. Ey, wirklich, du kannst dich auch nicht zusammenreißen. Komm, jetzt. Was raus muss raus. In der Pause gerade habe ich das nicht gemacht. Ja, das ist ja das, was ich meine. Nee, war nach links. Oh, was ist das? Die wollen nur spielen. Rum und Zucker. Rum und Zucker. Ach, die sind identisch. Die HMS was? Rising Sun. Rising Sun und die HMS Sinking Sun. Triumph. Und die kommen die Welle nicht hoch, guck mal. Oioioi, ja. Ganz schön schweres Wetter hier. Vorsicht, die rammen dich. Das sind aber meine, oder sind das? Ne, das sind Brot, also sind das Gegner. Aber auch. Wollen wir nicht. Ah, guck mal, jetzt ist schon wieder schön. Ah, ja, in Afrika ist nämlich das Wetter immer schön. Deswegen sind auch die Leute so schön braun. Nein, egal. Oh. Tut mir leid. Ey, das kriegen wir nie, können wir nie wieder. Ja, weiter. Du wolltest sagen, letztens? Letztens kam der Film 12 Years a Slave. Auch. Oh, hier, der 75 Holz, 75 Metall und 75 Stoff. Ist eigentlich schon fett, aber egal. Wir fahren zum dem Ausrufezeichen. Kam 2012, also der Film 2012. Wann kam der? 2012? Von Roland Emmerich, hier, dieser Katastrophenfilm, wo dann zum Schluss die ganze Welt überschwemmt wird, aber Afrika nicht. Afrika nicht? Wir segeln zur Küste von Afrika. Siehste? Afrika. Ha. Ja. Warum nicht? Keine Ahnung, das war die Logik des Films. Es ist ein Roland Emmerich Katastrophenfilm, das ist wie Independence Day, da musst du nicht nach der Logik fragen. Einfach nur. Ja, Independence Day war cool. Ich fand 2012 jetzt per se nicht schlecht, aber ein bisschen lang. Ich fand den doof. Das mit dieser komischen Arche. Das ist doch totaler Bullshit, das aber das ist total geil. Hallo? Ey, ich meine, überleg dir doch mal bei Independence Day. Da hat Jeff Goldblum. Ja, nein, da hat Jeff Goldblum mit einem Virus. MS-DOS-Rechner irgendein Internet. Wie heißt Alien-Raumschiff gehackt. Ja, weil. MS-DOS ist. DOS basiert. Ja, das weiß doch das ganze Weltall, dass DOS. MS-DOS ist ein sehr stabiles Betriebssystem ist. Und das würde jetzt lang Afrika. Hier. Sieht aus wie in der Karibik. Guck mal hier. Schön. Ich kann gar nicht zoomen. Du musst aber zoomen. Nee, das ist. Karibisches Meer. Piraten retten? Warum geht's da ins Karibische Meer, wenn wir doch in. Ja, aber ich kann nicht weiter rauszoomen, das ist ja bescheuert. Ja, weil Afrika sehr groß ist. Ja, müssen wir jetzt in das Sperrgebiet oder was hier? Wir müssen nach Afrika. Ist das bescheuert? Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Sieht aber schon schön aus, muss man wirklich wieder sagen. Sieht aus wie die Karibik. Oh, guck mal hier. Feindschiffe versenken. Okay, kriegen wir hin. Ja. Ist das ein Vor? Wir ärgern Captain! Vorsicht, das ist Stein. Wir haben Unterstützung! Oh, das ist aber ein großes. Der kann ja so wegrumsen da. Schussweite bleiben! Feind! Feuer! 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 Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich! Ein Wrack! Oh! Vorsicht, Captain. Du kannst X drücken, dann kannst du. Die schießen ja gar nicht. Mach sie platt! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feindliches Feuer!
Präsentieren Sie sich. Wow, wer schießt denn hier? Feuer! Er hat uns voll erwischt! Feuer! Also, kämpfen ist scheiße. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain? Wir haben uns hart getroffen! Feuer! Jawoll! Exit! Ja, und. Raus aus der Bö! Feuer! Da sind die anderen! Und Rammel, hier, erbeuten. Enter. B, meine ich ja. Enter, Haken los! Ran an die Beute! Boah, was ist denn ein Kapitän auch noch? Oh. El Capitan! Wo ist er denn? Der ist. Ach, da. Da steht er. Da. Okay, also heben wir uns einen vielleicht auf. Okay, einen getroffen. Bitte doch als erstes. Ja, ich komme nicht so weit hier. Ah, ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Nee, komm ich nicht. Einen hast du schon. Ach. Verfehlt. Egal. Naja. Edward Kenway, Katzenkönig, klettert auf Schiffe und kriegt aufs Maul. Kriegst fett aufs Maul. Hallo? Die sind auch blau, guck mal, wie wir. Warum habe ich nicht meine Dings ausgerichtet? Weiß ich nicht. Du hast Dings. Rauchbomben. Du könntest sie alle in den Rauch hüllen. Und dann? Genau, zack. Das ist sowieso eine kluge Taktik eigentlich, warum wir die noch nie angewendet haben, ist auch so eine Geschichte. Ja, weil der Katzenkönig auch das Abenteuer mitliebt, unter anderem. Neben seinen Wollknollen. Sag mal, bin ich hier ganz alleine auf dem Schiff? Meine Crew scheint hier gar nichts zu machen. Ja. Vielleicht haben die Hallo? Pause ausgehandelt. Mit der Gewerkschaft. Pause ausgehandelt. Ah! Hat er gedacht. Autsch. Hat er sich so gedacht. So, jetzt kümmern wir uns noch um den Captain. Der ist da. Ach, das ist schon wieder so ein. Tschüss. Entschuldigung. Ja. Hallo. Put your hands in the air and shake it like you just don't care. Wuhu! Das haben wir gekriegt. Alter. Einmal so viel. Und 5 Überläufer. 5 Crewmitglieder. Und geht! Warte, wie immer so das Bild läuft. Ah, fuck it. Genau, nimm den Teppich mit und dann geht's. Alles andere ist unwichtig. Hallo, schönen guten Tag. Kommen Sie mal her. Noch ein Schiff brauchst du, Willem. Was ist das hier? Es wurde das tote, tote Schiff, sag ich immer. Schieß tote Schiff. Dahin, Sir. Bams. Feuer. Sind bereit, Sir. Na, nein, noch nicht. Kannst du noch einmal... Ja, ich werde ihn noch... Macht mit den Kettendinger. Jawohl. Oh, die wollen's wissen. Ein Wrack mehr! Was ist da rechts? Den Weisen finden. Du musst da rechts andrücken. Ja, warte, ich muss das mal noch hier schnell erbeuten. Das sind doch. Wie ich's gewusst hab! Wie ich's gewusst hab! Ist mir grad egal, aber egal. Auch egal. Egal. Los, schnell hier den Weisen finden. An die Schurken! Wir segeln genau aufs Land! An die Schurken oder an die Schurken? Suche nach Robert. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Oh, wie so kleine Welpen oder so. Kommt bald zurück. Wow, 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 wow. Die Crew wird so unruhig gleich. Was ist das eigentlich, ein hoher Berg? Das ist ein hoher Berg. Und so zapfenförmig. So penisartig. Penis. Zapfen. Ja, haben wir lange nicht mehr gesagt. Weißt Penis? Du? Ja, Penis. Ich finde, wir haben lange nicht mehr Penis gesagt in unserem Playthrough hier. Penis ist, sollte man öfter sagen. Mhm. Ich mach mal hier noch. Mach mal noch hier. La la la. Ja, das ist der Katzenkönig. Da ist er. So kennen wir ihn. So kennt man ihn. So kennen wir ihn. Er synchronisiert gern. Da, guck mal, genau gegen den Felsen sind wir gelaufen. Was ist das? Das ist eine alte. Das ist kacke. So kennen wir ihn. Oh. So kennen wir ihn. Das ist schlecht. Oh. Wow! Ja. Das hätte auch richtig böse ausgehen können. Das hätte auch Matsche werden können. Also das Gesichtsmatsch. Ach, wir sind auf Sao Tome und Principe. Ja, ja, Principe. Also die eine Insel von Sao Tome und Principe, nämlich Principe. Vermutlich. Wow. Agil, wie eine Katze. Dieser Vergleich, der wird auch nie müde. Nie.
Niemals. Boah, Vorsicht, da sind. Oh, viele sogar. Viele, viele. Berserkerpfeile, na klar, ich Berserkerpfeile. Oh, viele. 10, jawohl. Der Dicken. Oh, 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 oh. Achtung, oh, die haben gleich Probleme mit ihrem Kollegen da. Das rastet er aus. Warum rennt ihr immer in die Büsche? Seid ihr blöd? Mach euch alle fertig. Wir können es auch ganz einfach machen. Die einfach abknallen. Was war das? Das war ein Feuerfass, was da lag. Zum Geier hast du... Das war ein Feuerfass, was da lag. Ach so. Wir hätten es uns so ganz einfach machen wir können. Wir hätten uns den Berserkerpfeil sparen können. Aber hey. Aber hey. Weil wir es können, haben wir es gemacht. Und es sind ja schließlich Berserkerpfeile. Die wollen ja benutzt werden. Richtig. Wenn es einfach nur rumliegt. Obwohl, muss ich wirklich sagen, in Assassin's Creed Revelations, wo du diese Bomben basteln konntest, ja, habe ich nie benutzt. Bomben? Doch, ich habe die auch. Nie? Doch, ganz. Wow, wer ist hier? Ganz, ganz oft. Der Weise, oder was? Ja, da ist er. Ja, da sieht nicht mehr so weise Captain aus. Captain Kenway. Das ist er. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Der Katzenkönig steht zu seinem Wort. Der Katzenkönig ist... Er sieht ein bisschen, Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Okay. Sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Tja. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna bringt. Ram. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, von den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Wie, jetzt machen wir gemeinsame Sachen mit dem. Gefällt mir. Ja, ja, wir wollen ja den weiß auch genau wie. Er ist ja quasi... Doch diese Männer, Cochrane und Burgess. Cochrane. Das ist das, sorry. Kommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Ach, jetzt mach ich die beide platt. So war ich, der Katzenkönig bin. Du meiner Crew siehst, du ihnen den Gefallen und schick sie her. Doppelattentat auf Cochrane und Burgess und Piraten befreien. Crazy. Crazy, crazy. Ja, tja, das war die längste Zeit. Da ist der Zeit, Weiser. Sein Cock. Brando. Na, egal. ja, den kannst du doch hinrennen und. Ich weiß nicht, steht der an? Da steht der noch an. Deswegen mach das lieber nicht. Ist ja pfeifig. Kommen Sie mal bitte her. Ich würde gerne mal Ihre Papiere sehen. Dürfte ich Sie mal bitte an die Beke zücken? oh, 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 oh. Ah, Mist, und vorbei. Hab ich gesehen. Entdeckt. Oh, ist ein Dicker. Oh. Vorsicht, ein Dicker. Ah. Hat niemand gesehen. Nein. Wo ist denn hier? Ich will den plündern. Plündern? Ist weg. Ich hab ihn atomisiert. Gehen wir mal ganz unassassinenmäßig durch den Vordereingang. Fällt schon keinem auf. Noch einem. Ach, ist der Schlaffeier gewesen. Mist. Ah, jetzt liegt er da und schläft. Wie doof. Wird gleich wieder geweckt, wird hier gesagt. Hier, spinnst du bei der Arbeit? Ist das jetzt hier ein Berserkerfeuer? Ja. Wow. Okay. Da hat er ihn wieder geweckt. Ja, blöd eigentlich. Hey, wach auf! Hey! Doof! Oh, hat er nicht mal richtig ins... Wach auf, du verschläfst noch deinen eigenen Mord. Wie das überhaupt gar keiner mitkriegt, das ist so... Oh, doch. Naja, fast. Hä? Ich hab doch gekontert. Du hast deine Waffen noch nicht draußen gehabt. Och, der Lagerfall verschwendet. Ja, das war mal. Okay, was sind denn eigentlich nochmal meine Nebenmissionen gewesen? Piraten befreien. Ach so, okay, alles klar. Kriegen und wir. Ein Doppelattentat auf Cochrane und Burgess. Cochrane. Ja. Oh, hier stehen noch welche. Aber wo sind denn die Piraten? Wir müssen mal auf die Karte lunzen. Ich glaube, die sind da nicht mit eingezeichnet. Okay, alles klar. Also wir müssen uns einfach vorarbeiten. Gucken weg. Diese Berserkerpfeile sind einfach zu lustig. Das stimmt.
Und sie gegenseitig, guck mal, wenn sie jetzt ausrasten hier. Und tot. Sehr gut. Das, ja, ist ja so. Wenn der ausrastet, der. Nächste bitte. Oh, Vorsicht, Vorsicht, da guck mal, ich. Ach, das war ein Schlafball. Mist. Philipp, was machst du denn? Ach. Also, assassinenmäßig ist das wieder mal gar nicht. Nee. Aua. Oh, kaputt. Okay, jetzt haben es natürlich alle gehört. Guck mal, wer ist denn er hier mit dem lustigen Hut? Er hier mit dem lustigen Hut? Tschüss. Jetzt muss ich aber verstecken, sonst macht er dich kaputt. Haut ihn noch? Nein, jetzt. Ah. Nee, das macht nichts. What? Ja, der ist nämlich. Der ist nicht ohne, deswegen. Sag ja. Du verschwendest. Ja, ja, ich verschwende die Berserkerpfeile. Es ist so schlecht. Ja. Okay, aber. Ich will ja die Piraten befreien. Das will ich ja definitiv. Wo sind die denn? Irgendwo auf der Karte. Das kann man alles klüger lösen, merke ich gerade. Ich glaube auch. Ich glaube auch, Tim. Ich glaube nicht, Tim. Ich denke nicht. Auch ein klassischer Spruch eigentlich. Ah. Also er meuchelt aber ganz schön viel hier. Er ist der Meuchelkönig. So, wo kann ich denn hier jetzt mal Piraten? Das ist doch hier auch vielleicht hier. Kommt das erst. Ach, scheiße, falsche Taste. Das ist nicht auf der Karte. Na klar. Oh, ich muss nach oben. Scheiße. Oh, das ist ein großes Gebiet hier. Ja, komm mal bitte her. Das ist auch ein bisschen übermächtig, dass die dann praktisch nicht sofort in den... Was? Was? Die warten auf niemanden, Vorsicht! Ja, das ist schon... Oh. Nee. Wie eine Katze landet er sanft auf seinen Pfoten und niemand hört es. Nur Horten haut ein Huh. Nur... Okay, jetzt können wir plündern. Jawohl. Na hier. Boingstoff. 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 Oh oh. Jetzt lieber Böckstoff, aber okay. Irgendeinen coolen, nicht so ein Larifari-Hansel. Das was? Und einschlafen lassen gleich. Nehmen gleich zwei. Ja, stimmt. Und du schläfst? Nein, warte, lass ihn. Ist lustig. Das ist schon. Tanzt, Marionetten, tanzt! Das ist schon. Yeah, guck mal! Das ist das Dream Team! Das ist. Yeah, und jetzt macht der Große den kleinen Platz! Batman und Robin. Okay, und jetzt. Oh. Und jetzt stoppt er! Guck mal, wie cool wir das gemacht haben! Auf jeden Fall, und er jetzt auch. Jetzt stoppt er! Er rastet total aus! Und jetzt stoppt er. Ey, geil! Das war eine richtig gute Aktion. Das war das. Oh. Das Dream Team. Das war. So weit kann ich nicht schießen. X-Men und Robin. X-Men und Robin? Ja, wegen seiner Axt. Ach, X-Men! Nicht wegen Xavier. Ah, jetzt habe ich den Gag nicht verstanden. Oh. Er war ein kleiner Sinker. Ne, wie heißen die? Die haben so lange. Die ja völlig. Desillusioniert. Und so verdächtig. Nein, nicht fallen lassen. Erbeuten! So. Hafe zum Erschen. Hafe zum Erschen! Warte. Sprache erstmal ordnen und. Das wird. Haben es nicht gesehen. Die haben es nicht. Sind wir uns alle einig, Männer? Da war nichts. Das dauert hier nur noch länger, wenn wir jetzt da hinterhergehen. Wenn wir sagen, da war was, haben wir noch später Mittagspause. Muss ich als Scharfschütze wieder oben machen? Kackmist hier. Ja, Berserker! Berserker? Berserker, und dann knallt der alle ab. Aber nicht soweit, aber egal. Aber jetzt gleich. Jetzt komme ich soweit. Jawohl! Und jetzt hier. Einfach nur abwarten, ne? Oh, das ist ein Axtmann. Oh, da können wir was in die Luft jagen. Guck mal hier. Guck mal, er rastet jetzt total aus hier. Bam! Bam! Und. Den erschossen. Dann kommen die anderen und sagen. Oh, Glockenmann! War jetzt aber nicht so.
Oh oh. Wo rennt der Glockmann hin? Jetzt haben wir nicht in. Jetzt haben wir in. Entfernung zum Ziel verringern, Philipp. Was? Das Ziel ist davon. Och nee, ich wollte doch Piraten eliminieren. Yes. Befreien hier. Was hast du jetzt? Das Ziel flieht. Kacke. Da ist noch ein Ziel. Jetzt schaffst du das Doppelattentat auch nicht. Ja, ach Gott. Jetzt versagst du völlig. Nee, machst du schon gut. Aber. Und Schwein! Okay, einer tot. Wie oh. Das ist einfach lang neu. Langer Kiffe, fuck. John Cockram. Ist schon tot. Falsche Richtung! Au. Und der andere. Und er war tot. Der Name. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das wenn wir weg sind, liebe Freunde, dann sind wir dann weg. Dann mache ich das Ding hier. Das sieht das wahrscheinlich nicht. Ein Kessel. Mach ich da rein. So. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Mit denen hat man gar nicht großartig irgendwas zu tun gehabt. Cockram und Burgess. Die Templer. Das ist bestimmt Burgess. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Meine Familie? Ich hab doch so eine geile Rothaarige. Deine Mutter ist meine Familie. Zum Glück ist das kein. Achso, wir müssen ja. Du musst das dann machen. Ich mach das dann. Ich bin dann wie der Wind. Das Essen mager, die Heuer rein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Nee, das ist schon ziemlich besser. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde ersteres wählen? Ist Johnny Depp. Wo die einzige nee. Gefahr für uns das ist der Weise. Die zornigen Blicke jener ohne stell dich mal mit ihm hier. Cool drauf. Genau. Das ist der Sprecher des Katzenkönigs. Ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. 6 Wochen? Wie lange waren wir auf dieser Insel? Was haben wir so lange gemacht? Schrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Keine Idee. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Geil! Ja, aber ich bin doch euer Captain. Wir sind der Katzenkönig. Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Ey, komm ich nochmal dazu. Irgendwie ist das mir. Ach, das ist der Weise. Das ist der, das habe ich gesagt. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Hat er eine geile Teetasse da? Na klar. Die hat er sich von zu Hause mitgebracht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld. Erkenne ich in dir einen Hauch von Genie? Ich bin Bartholomew Roberts. Bartholomew? Bart! Bart! Ja, Bart! Er hat auch einen Bart. Was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zusammenstehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten. Ah, er hat also jetzt das Observatorium. Ich blicke hier schon lange nicht mehr durch. Ja. Ja, wir haben natürlich nichts geschafft. Ne? Natürlich nicht. Gar nichts haben wir geschafft. Natürlich, ich stehe mal ganz kurz. Also ich bin war das die Mission eigentlich? Das war die Mission. Ich bin mal so frei. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir haben noch so 5 Minuten. Gut. Aber ich werde trotzdem schon mal hier aus. Das sehen die Leute doch. Ja, ja, ich weiß. Deswegen sage ich ja, jetzt ist aus. Und jetzt ist. Oh, das dauert jetzt länger als gedacht. Und ich sehe wieder nichts. Aber du siehst ja gar nichts. Ich stehe voll im Bild. Ja, die Leute sehen zum Glück jetzt gerade nicht deinen Arm. Das hätte ich jetzt gerne mal auf Bild. Ja, ich muss zugeben, meine motorischen Fähigkeiten sind. Wo ist denn dieser Nippon hier? Nippon? Ach ja. Der Nippon? Nippes. Mysteriosa! Was ist das für eine Insel? Die Mysteriöse. Mysteriosa. So, und da sind wir hier quasi wieder auf Band. Aber hol dir was von der Ruhe und sie geben dir Quecksilber. Ich noch nicht. Schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu haben. Aber jetzt. Arschzerst. Denkst du über etwas nach? Oh, ich hab gar nicht, die Menschen leben gerne nach einem Codex oder Credo nicht. Doch wenn wir sind jetzt, folgen sie ihrer wir sind jetzt auf der Insel Mysteriosa. Eigenen Reden. Ah ja.
Mysteriös. Mysteriös. Wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten. Man fühlt sich vielleicht als... gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Ah, dass die Menschen Schafe sind. Und dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Das ist ganz schön von sich selbst überzeugt, der gute Mann. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Das ist jetzt schwierig, weil die alle am Montag sind. Die sind alle tot. Dann gehen wir halt allein. Ja, wir haben ja niemanden. Na, Martin Semmelrogge. Er hat gemoldert. Ja, Ade Wally hätten wir noch. Ade Wally haben wir noch. Aber der hat ja schon gesagt, bitte. Ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Auf Mysteriosa Island. Können immer noch einen Schlafpfeil bauen. Mysteriosa. Toll. Ja, sieht sehr, wirklich sehr mysteriosa aus hier. Aber da scheint ja nichts. Wo sind wir? Ach, da müssen wir hin. Sind wir noch in Afrika? Black Barts? Black Barts? Mach mal, warte mal. Wir sind immer noch in der Karibik. Wir sind wieder in der Karibik, okay. Wir sind nicht mehr in Afrika. Okay. Afrika. Was ist IP? Was ist IP da? IP? Ip Man. Was für ein Ding? Ip Man. Quatsch. Providenz. Waren wir da schon mal? Ja, da waren wir schon mal. Ja, gut, okay, dann jetzt, nun, Wollen wir weiter Missionen oder wollen wir uns noch mal ein bisschen, wollen wir jetzt mal noch den 42. Teil, noch so einen Teil machen, wo wir ein bisschen Tiere jagen? Können wir auch machen. Wollen wir noch mal machen, weil ich glaube, jetzt bewegt sich ja langsam so, nicht aufs Finale zu, ist vielleicht das falsche Wort, aber wollen wir im 42. Teil noch mal ein bisschen so, wir gucken jetzt mal, wir gehen jetzt mal zurück zum Schiff. Wir gucken jetzt mal. Achso, wir verlassen mal das Steuerruder. Und dann? Und dann gehe ich, was wir so hier herstellen können, weißt du, hier so Kajüte des Captains. Kannst du auch im Startmenü. Scheiße, jetzt hast du recht. Habe ich wohl. Flotte. Ja, die wir nie benutzt haben. Die aber auch ja nur ein Online-Feature ist, war das nicht so? Guck mal, wir können hier Fracht verkaufen. Aber nicht viel. Ja, weil wir nicht viel haben, aber wir können es tun. Wir könnten das da machen. Cool. Ey, wie viel Holz und wie viel Metall wir haben. Krass. Aber wie wenig Real wir haben. Oh, wir können das Schiff aufgeregt bin ich. Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Nein, doch. Wir haben nicht genug Real. Nee, wir brauchen 8000. Guck doch mal. Ja. Wir haben ganz viel Materialien. Also das könnten wir machen. Nee, das kann. Also Jagdkanone ist auch nicht wichtig. Ist auch nicht wichtig. Auch nicht unwichtig, sage ich mal. Nee, ich würde sagen, Breitseitenkanone ist nichts. Breitseitenkanone oder Rumpfausbau? Wir brauchen 4000. Nee, Breitseitenkanone. Gut, pass auf, dann gehen wir. Angriff ist die beste Verteidigung, heißt ja auch. Pass mal auf, weißt du, was wir als nächstes machen? Ja. Im nächsten Teil. Nee. Schatz suchen. Ja. Weil wenn wir Geld brauchen. Dann haben wir Real. Okay. Dann ist der nächste Teil, der 42. Teil, wieder ein Schatzsuchteil. Ist ein Schatzsuchteil. Und dann geht's weiter mit der Story. Und dann geht's. Verrückt. Machen wir es so? Machen wir das so. Dann gucken wir hier noch schön auf Mysteriosa Island. Die sieht auch schon sehr mysteriös aus. Sehr mysteriös. Wo wir da eigentlich gar nicht hin müssen, oder? Was hat das für ein cooles Symbol eigentlich? Und ich dachte, wir waren in Afrika. Wir sind jetzt wieder in der Karibik. Was ist das eigentlich für ein cooles Symbol hier? Das ist ein... Ach, der Symbol von Mysteriosa Island. Ja. Ach, da hier hätten wir... Hätten wir? Aussichtspunkt? Okay, alles klar. Aber wir haben eine Schnellreisefunktion, von daher. Ist das okay? Dann würde ich sagen... Gehen wir hier raus. Ist noch irgendwie cool dastehen. Edward Kenway, Katzenkönig. Als Katzenkönig. Da ist er. Und dann sind wir raus. Ja, sind wir raus. Okay. Okay. Gut, dann gibt es im 42. Teil wieder Schatz suchen. Wir haben ein paar Schatzkarten. Wir gucken mal. Das sind wahrscheinlich am Anus der Welt. Also wir haben 1, 2, 3 Schatzkarten, 3 Schätze, die 4. wir suchen können. 3. 3 Schätze, die wir suchen können. Das war mal im 42. Teil, liebe Freunde, mit Assassin's Creed 4, Black Flag, die Legende des Katzenkönigs. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber ich denke mal, Schatzsuchen ist am wichtigsten. Ja, und das halt das ADS noch so ein Tribut fordert. Das ist richtig. Also, klickt rein im 42. Teil hier mit Assassin's Creed 4, Black Flag. Wir freuen uns und tschüss.